ein Gleis der Transsibirischen Eisenbahn. Hier am Baikalsee können wir darauf wandern, denn es kommt nur noch selten ein Zug. Es ist die historische, gleichzeitig auch schönste Trasse, auf der nur noch Touristenzüge verkehren. Mit Dampflokomotiven aus Lenins Zeiten. Die längste durchgehende Bahnstrecke der Welt ist immer noch ein Mythos und lockt Eisenbahnfans aus aller Welt in die Weiden Sibiriens. Viele erfüllen sich damit einen Lebenstraum. Unsere Reise beginnt im Stau. Moskau, so lesen wir, ist eine der Städte mit den größten Staus weltweit. Und jedes Jahr kommen 300.000 Autos neu dazu. Uns kann das heute egal sein, denn wir sind auf einer Sightseeing-Tour. Schnell abgehakt, die protzigen Gebäude aus der Stalinzeit, die Brücken über die Moskwa und natürlich der Kreml, der ausgerechnet heute für Besucher geschlossen ist. Wir sind erst einen Tag in der Megacity und bekommen schon jetzt den Eindruck, Moskau ist eine der schönsten und sicher auch eine der interessantesten Städte der Welt. Was wäre Moskau ohne die Metro? Sie transportiert jeden Tag bis zu 9 Millionen Fahrgäste. Und heute natürlich auch uns. Um das ganze Streckennetz von 436 Kilometern abzufahren, müssten wir wohl ein paar Tage länger in Moskau bleiben. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn die Metro ist nicht nur das wichtigste Transportmittel der Stadt, sondern auch ein Museum. Die Stationen wirken wie unterirdische Paläste, Marmor in allen Farben, Mosaike und Stuckdecken. Das alles liegt tief unter der Erde, bis zu 80 Meter. Dafür braucht es schier endlose Rolltreppen. Die längste hat 740 Stufen und ist 126 Meter lang. 3 Minuten dauert die Fahrt. Oben erwartet uns eine Überraschung. Nein, das ist keine Weihnachtsbeleuchtung. Es ist schließlich Mitte Juni. Trotzdem glitzern in der Fußgängerzone hunderttausende Leuchtsterne. Moskau hat anscheinend keine Energieprobleme. Nanu, da fehlt doch einer. Nein, nicht der. Den fehlenden Platzhalter entdecken wir in der Fußgängerzone neben einem seiner Vor- bzw. Doppelgänger. Auch hier hängen sie, die Schlösser der Verliebten. Vielleicht hat auch das Brautpaar einen Schlüssel ins Wasser der Moskwa geworfen. Angeblich ein Muss,
das berühmte Kaufhaus Gumm. Das ehemalige Vorzeigewarenhaus der Sowjetunion ist heute ein vornehmer Einkaufstempel für Luxuswaren. Für Besucher aus dem Westen nichts Neues, für die Einwohner Moskaus wohl auch nicht. Auch im Detski Mir, zu Deutsch Kinderwelt, regiert der Konsum. Das größte Kinderkaufhaus Europas ist auch für uns interessant. Denn oben befindet sich eine Dachterrasse. Längst kein Geheimtipp mehr. Dort haben wir einen tollen Blick über das Zentrum von Moskau. Moskau hat viele begabte Musiker. In der Fußgängerzone konkurrieren sie schon mal mit der Stadtreinigung. Abends erklingt Musik an fast jeder Ecke. Lange haben wir gerätselt, wo wir starten. Denn Moskau hat 9 Bahnhöfe. Am Kasaner Bahnhof sind wir jetzt richtig. Die Tickets für die Transsib haben wir bereits in Deutschland gebucht. Sie kosten etwa 400 Euro pro Person und werden samt Pass und Visum penibel geprüft. Wir fahren zweite Klasse, haben zusammen ein Vierbettabteil. Stauraum ist knapp, das Gepäck unter den Sitz. Aber wie kommt Mann oder Frau nach oben? Also, man hebe diesen Hebel hoch, ziehe dann hier an dieser Leiter, beziehungsweise dann weiß man erst, dass es eine Leiter ist. Und da kann man dann da oben auf das Bett klettern. Sekundengenau fährt der Zug los. Bis zum Baikalsee liegen 5.264 Zugkilometer vor uns. Knapp eine Woche werden wir in solchen Abteilen leben, allerdings nicht durchgehend. Wir wollen die Reise 4-mal unterbrechen und sibirische Städte kennenlernen. Die Fahrt mit der Transsib ist für uns ein kleines Abenteuer. Keiner von uns spricht Russisch und wer weiß, was uns in den kommenden 3 Wochen erwartet. Wird uns die Bahnreise durch 2 Kontinente und 5 Zeitzonen vielleicht am Ende überfordern? Wie ist dann morgen der Plan? Wir steigen aus dem Zug aus, wenn wir pünktlich sind. Dann fahren wir zum Hotel, 9 Minuten. Und wenn es uns schon reinlassen, dann dürfen wir rein, sonst müssen wir das Gepäck deponieren. Lassen wir das los. Das kann man so. Und weiter schwitzen. Da ist Sushi. Kasan liegt nicht an der Hauptroute der Transsib-Expresszüge. Aber der kleine Umweg durch die Republik Tatarstan lohnt sich.
Die hübsche Stadt an der Wolga ist das Zentrum des Islam in Russland. Da wir nur eine Nacht bleiben, buchen wir wieder eine Stadtrundfahrt. An Kasan erinnern sich deutsche Fußballfans nicht gerne. Denn hier schied bei der WM 2018 die deutsche Mannschaft schon in der Vorrunde aus. Das ist die Fußballarena, der Ort der deutschen Schande. An die kyrillische Schrift müssen wir uns erst noch gewöhnen. Aber es ist unverkennbar die zentrale Markthalle. Ziemlich schrill beginnt der abendliche Korso in der Fußgängerzone. Die Bühne für Touristen, Verkäufer und Straßenkünstler. Das prächtige Bahnhofsgebäude von Kasan. Drinnen fühlen wir uns wie am Flughafen, denn das gesamte Gepäck wird durchleuchtet. Diese Sicherheitschecks gibt's in jedem Bahnhof der Transsib. Электропоезд до станции Свияжск отправится в 19:27 с 11-го пути. Электропоезд до станции Свияжск. Schaffner sind fast immer Frauen, auf Russisch Provodnitsa. Sie sind die unumschränkten Herrscherinnen im Abteil, kontrollieren Tickets, bringen frische Bettwäsche, sorgen für Ordnung. Lärchen, Tannen, Kiefern und vor allem Birken ziehen an uns vorbei. Stunde um Stunde die gleiche Landschaft. Wir haben es geahnt. Irgendwann erlahmt das Interesse an dem, was uns die russische Landschaft draußen bietet. Dabei sind wir noch nicht einmal in Sibirien. Der Vorteil beim Zugfahren? Man kann spazieren gehen. Denn unser Zug ist weit über 200 Meter lang. Also los zu einer Besichtigungstour. Die Wagen der Transsibirischen Eisenbahn sind weder antik noch modern. Eben solider Eurocity-Standard der frühen 80er Jahre. Toiletten mal mehr, mal weniger sauber. Entsorgt werden sie nach unten, also auf freier Strecke. Deshalb sind sie vor und nach Erreichen von Bahnhöfen abgeschlossen. Wir sind froh, wieder eine Stadt zu erkunden, wenn auch nur für einen Tag. Jekaterinburg ist die viertgrößte Stadt Russlands. Bis 1991 hieß die Stadt noch Sverdlovsk, heute das wichtigste Finanz- und Geschäftszentrum am Ural. Werbung für kapitalistische Luxusprodukte. Wenn das der immer noch allgegenwärtige Lenin geahnt hätte.
Eine lebendige Stadt mit prachtvollen historischen Gebäuden, gepflegten Grünanlagen und ja, auch viel Verkehr. Jekaterinburg ist in Feierlaune. Eine öffentliche Probe, denn übermorgen ist russischer Nationalfeiertag. Wenn es auch so aussieht, die Fischerchöre sind das nicht. Eine Stadt der Kontraste. Sorgfältig restaurierte Holzhäuser konkurrieren mit glitzernden Geschäftsgebäuden. Willkommen im modernen Sibirien. Die dritte Etappe führt uns 2300 Kilometer durch das Herz Sibiriens. 2 Tage, 2 Nächte nonstop auf 3,5 Quadratmetern. Das Fensterkino verlangt Geduld. Stunde um Stunde scheint das gleiche Birkenwäldchen vorbeizuziehen. Es spielt keine Rolle mehr, wo man gerade ist. Orientierung gibt nur noch die Zeit. Der genaue Ort wird unwichtig, ebenso die Aussicht auf die Ankunft, das Ende der Reise. Es ist tausende Kilometer weit weg. Heute rollen 250.000 Güterwaggons pro Jahr über die Transsib. Rund 30% der russischen Exporte werden über sie abgewickelt. Die Strecke ist Hauptschlagader des Landes. Ein Leben ohne sie ist für viele Russen undenkbar. Irgendwo im Nirgendwo dürfen wir uns eine halbe Stunde die Füße vertreten und wundern uns über den Holzhacker im Outdoor-Look. Braucht die Transsib etwa Brennholz, um weiterzufahren? Tatsächlich, in unserem Waggon gibt es einen Kohleofen, der kostenlos heißes Wasser liefert. Die Brodnitsa bietet Tütensuppen oder Teebeutel zum Kauf an. Reisende aus Russland haben in der Regel Proviant dabei oder ernähren sich von dem, was auf den Bahnsteigen angeboten wird. Der Speisewagen ist meist leer, das Essen zu teuer für die meisten Russen. Wir zahlen für eine Portion Pommes frites umgerechnet 2 Euro, Hähnchenschnitzel kosten 5,20 Euro und für eine Flasche Importbier wird 2,80 Euro kassiert. Trotz einiger Verständigungsschwierigkeiten, nicht schlecht, befinden die Testesser. Jede Kartoffel einzeln geschält, geschnitten und gebraten. Aber wie sind's? Hervorragend. Heiß. Das
Von Omsk, der zweitgrößten Stadt Sibiriens, sehen wir nur den Bahnhof. Die Stadt sei touristisch ohne Belang, lesen wir in einem Reiseführer. Wie lange der Zug hält, wissen wir nicht. Schnell wieder rein. Im Fensterkino läuft heute ein neuer Film. Es gibt Dörfer links und rechts der Bahntrasse und immer wieder Datschen. Sibirien ist extrem dünn besiedelt. Nur 2,9 Menschen leben hier pro Quadratkilometer. In Deutschland sind es 232. Fast 2300 Bahnkilometer haben wir seit unserem letzten Stopp abgesessen. Also nichts wie raus. Die Gymnastik können wir uns heute sparen. Krasnojarsk sei eine der schönsten Städte an der Transsib-Strecke, schreibt der Reiseführer. Die Stadt liegt am Jenissei, der zweitlängste Fluss Asiens. Herausgeputzt und weltoffen präsentiert sich die 1,1 Millionen Einwohner zählende Stadt. Zwischen modernen Fassaden gibt es Einkaufshallen, die eher an vergangene Sowjetzeiten erinnern. Lebensmittel herrscht anscheinend kein Mangel. Und auch die Gastroszene bietet internationale Spezialitäten. Zum Beispiel Kaffee à la Cubano. Ob der Kaffee wirklich aus dem ehemaligen Bruderstaat stammt, wer weiß. Unser Hotel heißt Koloss und so sieht es auch aus. Die Sowjetzeit lässt grüßen. Kein Schnickschnack, aber preisgünstig. 26 Euro pro Doppelzimmer. Besucher des Münchner Oktoberfestes mögen über diese Fahrgeschäfte die Nase rümpfen. Aber im Zentralpark von Krasnojarsk bekommen Kinder und Erwachsene ziemlich viel geboten. Das Highlight ist die Transsibirische Eisenbahn en Miniatur. Die Gleise sind 816 Meter lang und wurden bereits 1936 verlegt. Vielleicht wird einer der kleinen Passagiere irgendwann einmal bei der großen Transsib arbeiten. Die Jobs dort sind begehrt. Und was gibt's sonst noch zu Krasnojarsk zu sagen? Ach ja, Schlagerstar Helene Fischer wurde hier 1984 geboren. Im Zeitlupentempo starten wir zur letzten langen Etappe. Wie viele Brücken haben wir bisher überquert? Das ist jedenfalls eine der längsten. 816 Meter führt der Viadukt über den Jenissei.
20 Stunden dauert die Fahrt bis nach Irkutsk. Leider werden wir einen Großteil der Strecke in der Nacht fahren. Das Fensterkino wird uns fehlen, denn hier sei die Landschaft besonders abwechslungsreich, schwärmt der Reiseführer. Über 5000 Kilometer sitzen wir bereits im Zug. Doch in Irkutsk ist die Transit noch lange nicht zu Ende. Nochmal 4000 Kilometer sind es bis nach Wladiwostok am Pazifischen Ozean. Abenteuerlich ist es heute wohl nicht mehr. Aber es ist trotzdem etwas ganz Besonderes, die längste Eisenbahnstrecke der Welt zu erleben. Denn nirgendwo anders wird uns bewusst, was Ferne bedeutet. Ja, das ist ein Bahnhof. Irkutsk ist bekannt für seine wunderschönen, zum Teil aufwendig renovierten Häuser. Wir steigen um in ein anderes Schienenfahrzeug und erkunden das Paris Sibiriens, wie die Stadt an den Flüssen Angara und Irkut auch genannt wird. Irkutsk sei definitiv die schönste Stadt Sibiriens und eine der schönsten in ganz Russland, schwärmt unser Reiseführer, der eigentlich nicht durch den massenhaften Gebrauch von Superlativen auffällt. Die alten Holzhäuser sind jedenfalls typisch für die meisten Städte Sibiriens. Wer weiß, wie lange es diese Holzhäuser noch gibt, denn der Permafrostboden, auf dem sie einst gebaut wurden, taut immer mehr auf. Die Folgen des Klimawandels, hier können wir es sehen. Häuser sinken ein. Aus dem Erdgeschoss wird eine Souterrainwohnung. Um die alten Holzhäuser gibt es viele Debatten. Die Stadtverwaltung saniert häufig mit dem Bagger und lässt anschließend neu bauen. Gleich nebenan ist solide sibirische Zimmermannsarbeit zu bewundern. An Holz herrscht jedenfalls kein Mangel. Eine Boulangerie in Sibirien. Nichts wie rein ins französische Schlemmerparadies. Das ist Schokolade Cheesecake. Das ist Marmelade mit Maracuja, Ablipicha. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch das ist. Das ist Quark. Quarkenkeks. Kuchen. Red Velvet. Eclair. Und Graal. So, das ist Honey Pie oder so. Honey Pie. Und das ist auch Kuchen mit Beere und Smetane. Am Ende unserer Stippvisite in der Perle Sibiriens sind wir zu Gast bei einem Musikfestival für behinderte Kinder und Jugendliche. Auch das ist Russland. Der Baikalsee. Das Heilige Meer, wie es die Russen nennen. Zweimal so groß wie die Ostsee, der weltweit größte Süßwasserspeicher. Auch im Sommer ziemlich kalt, gefühlte 12 Grad.
Hier am Ufer des Baikalsees fuhr bis 1959 die Transsibirische Eisenbahn. Die spektakuläre und mit großem Aufwand gebaute Strecke wurde stillgelegt und durch eine moderne Umgehung ersetzt. 39 Tunnel und 15 Viadukte gibt es auf der 84 Kilometer langen historischen Strecke, auf der heute nur noch Touristenzüge fahren. Deshalb dürfen wir hier laufen, was natürlich auf den Gleisen der Transsib streng verboten ist. Reger Verkehr auf der alten Trasse. Nur eben kein Zug. Naja, fast keiner. Pech gehabt, sagen wir uns, und wollen zurücklaufen. Doch dann hören wir es. Gleich zwei Dampflokomotiven aus Lenins Zeiten. Der Zug hält auf freier Strecke ein Fotostopp, damit Touristen schöne Bilder mit nach Hause bringen können. Wir haben Glück und dürfen sogar ein paar Kilometer mitfahren. Sozusagen als Anhalter auf der Transsib. Im Abteil sitzen fast ausschließlich chinesische Touristen. Endstation. Der kurze Trip ohne Ticket ist uns schon ein Trinkgeld wert. Früher war Port Baikal einer der wichtigsten Knotenpunkte der Transsibirischen Eisenbahn. Rund 20 Doppelzüge passierten pro Tag diesen Bahnhof. Eine Lokomotive aus früher Sowjetzeit steht noch auf dem Abstellgleis. Wenn der Touristenzug weg ist, wirkt Port Baikal wie eine Geisterstadt. Ganz verlassen ist der Ort natürlich nicht. Es gibt noch einige Dörfer entlang der alten Bahntrasse und manchmal kommen Touristen wie wir vom anderen Ufer des Angara nach Port Baikal. Beliebtes Ausflugsziel am, oder besser gesagt im Baikalsee, ist der sogenannte Schamanenstein. Ein Felsblock, der den Beginn des Angara-Flusses markiert. Alles verstanden? Wir jedenfalls nicht. Aber die Legende vom Schamanenstein ist in jedem Baikal-Reiseführer nachzulesen.
Es ist eine märchenhafte Geschichte über die Konfrontation von Naturgewalten. Russische Besucher, die die Sage nicht kennen, dürfen sich angeblich dem Stein nicht nähern. Bei uns macht man eine Ausnahme. Der Reiseführer hat uns vor Listvianka gewarnt. Ausflugsziel Nummer 1 am Baikal, überfüllte Strände, boomende Bautätigkeit, kurzum, ein vom Massentourismus zunehmend vereinnahmtes Fleckchen. Aber schließlich sind auch wir Touristen. Und sehr viel mehr Orte gibt es auch nicht an diesem riesigen See. Wir wohnen nur wenige hundert Meter entfernt vom Seeufer und dort ist die Welt wieder sehr sibirisch. Eine Woche leben wir in diesem Hotel, das komplett aus Baumstämmen gezimmert ist. In der Nachbarschaft traditionelle sibirische Häuser und Villen von besser verdienenden Menschen, die es hier natürlich auch gibt, ebenso wie am Lago Maggiore oder an der Riviera. Das wichtigste Souvenir vom Baikalsee ist nur begrenzt haltbar. Räucherfisch in allen Variationen. Golominyanka ist ein Tiefseefisch aus dem Baikal. Süßwasser und darum so einen großen Kopf. Schau. Aber gegessen haben wir noch nie einen Tiefseefisch. Gut smoked. Gut geschmockt. Gut geraucht. Und das ist Makrele. Hotfisch. Ist es das oder das? Ja. Ich habe nie gewusst, wie eine Cashew aussieht. Jetzt weiß ich es. Bist du beste Cashew? Ciao. Pass auf. Pass auf. Das ist die moderne Art des Kreuzworträtsels. Nur selten wagen sich westliche Touristen in die Wälder Sibiriens. Für eine solche Wanderung ist zudem eine Erlaubnis erforderlich. Immerhin, man kann sich verlaufen und Bären gibt es hier auch. Die Hinweise auf das große Raubtier Sibiriens verdichten sich. Und plötzlich hören wir ihn auch. Eigentlich stehen wir nicht auf der Speisekarte von Braunbären. Die verspeisen derzeit eher Milliarden von Fliegen, die sich am Ufer des Baikalsees tummeln. Die Plagegeister bedecken dort Steine und Felsen. Das blaue Herz Sibiriens, 5.264 Kilometer entfernt von Moskau. Das Ende unserer Reise am Baikalsee könnte vielleicht wieder ein Anfang werden. Denn die Gleise der Transsibirischen Eisenbahn führen weiter bis zum Pazifik oder nach Peking. Fast wieder eine Weltreise.